Wasserläufe fließfähig zu halten, ist die Kernaufgabe in der Gewässerpflege. Das Wasser muss abfließen können, um Überflutungen nach Regenfällen zu vermeiden oder um Flächen landwirtschaftlich überhaupt nutzen zu können. Damit das Wasser abfließen kann, ist es notwendig, sowohl die Böschungen regelmäßig zu mähen sowie das Regen zu beseitigen, als auch die Wasserläufe selbst zu entkrauten oder bei Bedarf vom Schlamm zu befreien. Um Arbeiten im Rahmen der Gewässerpflege effizient und damit wirtschaftlich durchführen zu können, ist der Einsatz spezieller Technik erforderlich. Im Rahmen der Maschinenvorführung Gewässerpflege, die von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen seit 1972 im Fünfjahresrhythmus ausgerichtet wird, präsentierten sich in diesem Jahr über 40 Unternehmen mit ihrem Technik- und Dienstleistungsangebot. Aber nicht nur das Interesse der Unternehmen, sich im Rahmen der Maschinenvorführung zu präsentieren, war und ist groß. In diesem Jahr kamen knapp 3500 Besucherinnen und Besucher an den Flatterkanal in Haustätte bei Bakum, um sich die Technik im Praxiseinsatz anzusehen. Natürlich nutzten auch zahlreiche Lohnunternehmer sowie ihre Mitarbeitenden die Gelegenheit und kamen nach Haustätte, um sich einen Überblick über den Stand der Technik im Bereich Gewässerpflege zu verschaffen. Nicht selten ging es dabei auch um die konkrete Vorbereitung von Investitionen, die in Zukunft getätigt werden sollen. Einen Schwerpunkt im Rahmen der Maschinenvorführung bildeten Mähboote und Amphibienfahrzeuge. Sie demonstrierten im Flatterkanal ihre Fähigkeiten in Sachen Entkrautung und Entschlammung von Wasserläufen. Ein Hingucker war dabei nicht nur aufgrund seiner Farbe ein Mähboot von Convair. Es fährt und arbeitet ausschließlich mit Elektroantrieb und die Batterienkapazitäten sind so bemessen, dass das Boot einen kompletten Tag durcharbeiten kann, ohne an die Ladestation zu müssen. Wie im wirklichen Leben klappte auch bei den Praxisvorführungen nicht immer alles. Hier war eine Böschung zu steil, um sicher ins Wasser zu kommen. Den größten Anteil an Arbeiten im Bereich der Gewässerpflege haben Mäharbeiten an den Böschungen von Gewässerläufen. Die dafür zum Einsatz kommende Technik ist vielseitig und leistungsstark. Auf einem wachsenden Anteil ökologisch sensibler Flächen kommen immer häufiger handgeführte oder ferngesteuerte Böschungsmäher mit insektenfreundlichen Scheiben- oder Balkenmähwerken zum Einsatz. Ein Trend, der sich auch auf der jüngsten Maschinenvorführung der Landwirtschaftskammer Niedersachsen zeigte. Einen Bericht über die Maschinenvorführung Gewässerpflege können Sie in der Ausgabe November 21 der Zeitschrift Lohnunternehmen lesen.